wo sich deutsche Touristen im Sommer Bauch an Bauch durch die engen Gassen schieben, gibt es um diese Jahreszeit Idylle, Beschaulichkeit und dicke Schlösser vor Kneipen- und Boutiquentüren. Denn die Gäste mit dem nötigen Kleingeld fehlen. Bis auf ein paar wenige, die hier überwintern, sich aber selten in der Altstadt sehen lassen. Die wohnen meist ohnehin weit weg vom Sommertouristentrubel hinter dicken Eichentoren in traumhaften Fincas. So auch unsere Prominenten, die wir heute besuchen. Zwei deutsche Stars in ihrem neuen Zuhause unter südlicher Sonne, unter blauem Himmel auf Ibiza. Sandra und Michael Cretu, heißt das, dass ihr Deutschland den Rücken gekehrt habt? Nein, überhaupt nicht. Ich werde weiter in Deutschland arbeiten, genau wie vorher. Und ich möchte aber die wenige Freizeit, die ich habe, einfach hier in der Sonne genießen. Sandra, warum gerade Ibiza? Ja, das war letztes Jahr. Da hatten wir uns entschlossen, mal ein paar Tage Urlaub zu machen. Wir hatten 4 Tage frei. Dann haben wir uns entschlossen, nach Ibiza zu fliegen. Und wir haben uns da umgeschaut und haben dann uns ein paar Häuschen angeschaut. Und es hat uns hier gleich so gut gefallen, dass wir uns ganz einfach entschlossen haben, hier zu bleiben. Ibiza ist eigentlich bekannt für seine Action, jeden Abend Party, Discos und so weiter. Und hier wollt ihr Ruhe finden? Ganz genau. Wir sitzen hier also ziemlich abgeschottet von der ganzen Umwelt und alles, was um uns herum ist. Davon kriegen wir überhaupt nichts mit hier auf diesem Hügel. Und da sind wir natürlich sehr happy darüber, denn es ist total ruhig und das wollen wir eben haben. Es ist auch überhaupt nicht unser Ding, in die Diskotheken zu gehen oder von diesem ganzen Trubel, der in Ibiza sich abspielt. Davon kriegen wir Gott sei Dank nichts mit. Ja, hier lässt es sich aushalten. Selbst die Gäste wohnen in einem separaten Haus, das gut und gerne eine 5-köpfige Urlauberfamilie aufnehmen könnte. Doch die Krönung bot sich uns, als die Gastgeberin uns einlud, ihr Traumhaus von innen kennenzulernen. Ein altes ibizenkisches Bauernhaus, umfunktioniert in ein rustikales, sonnendurchflutetes Luxushaus mit Palmen und Marmorfußböden, die selbstverständlich elektrisch beheizt werden, alten Holzdecken und geschmackvoll ausgewählter Einrichtung. Sandra, du als Showstar musst eigentlich immer gut informiert sein über Fernsehshows und so weiter. Seid ihr da nicht ein bisschen weit ab vom Schuss hier? Überhaupt nicht. Es ist überhaupt kein Problem. Wir bekommen hier 14 Satellitenprogramme und wenn wir irgendwelche Shows aus Deutschland sehen wollen, dann werden die da aufgezeichnet und per Kurier rübergeschickt. Schau mal hier, Formel 1. Denn auch Sandra regelt sich in ihrem neuen Video in seidenen Laken. Hier ist sie mit We'll Be Together. Sandra und Michael Cretu haben hier auf Ibiza vor Monaten geheiratet. Jetzt, wo sie sich ein neues Nest gebaut haben, interessierte uns natürlich auch die Frage, ob jetzt an Nachwuchs gedacht ist. Natürlich. Aber eben jetzt noch nicht. Also ich fühle mich noch ein bisschen zu jung dafür. Ich möchte noch so 2 bis 3 Jahre warten. Ich bin im Prinzip kein großer Freund von eigenen Kindern, bedingt durch den Stress, den wir immer haben. Und ich finde, sowas braucht viel Zeit und braucht viel Zuwendung. Aber in dieser Umgebung hier, irgendwie hat sich schon meine Meinung ein bisschen geändert. Weil irgendwie, es schaut alles so familiär, so ein bisschen ländlich und irgendwie, glaube ich, gehören fast Kinder dazu. Also im Moment ist meine Karriere mir wichtiger. Und die Karriere ist im Augenblick ja auch wieder auf einem Höhepunkt angelangt. We'll be together. Wir werden zusammen sein, heißt ihr neuester Hit. Hochzeitspaar von dem